Moin Amigos, moin zusammen, alle grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, bevor nachher um 16 Uhr die Generalprobe ansteht, 1. FC Köln gegen Udine Calcio, hier nochmal jetzt ja, das Ergebnis von Gerhard Struber, für welchen neuen Spielführer er sich entschieden hat. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass Kainz sich ja jetzt auch dann gleich im, was war das, zweiten Test, wo er mitagiert hatte, denn jetzt sich dann auch leider so mittelschwer verletzt hatte, ja, war es dann irgendwie klar, dass es dann halt dann auch wirklich aus Hübers plus vielleicht Martel wird, weil die Fan-Community vom 1. FC Köln war sich dann halt auch schon relativ einig, dass es wahrscheinlich entweder ein Hübers oder vielleicht ein Martel werden kann. Jetzt ist es Hübers geworden. Verdient. So wie er die Spiele agiert hat, wie er geleitet hat, wie er vorangegangen ist. Jetzt nicht nur von dem, was man jetzt mitbekommen hat, selber, wenn man dazu geguckt hat, aber auch von Erzählungen von Fans, die vor Ort sind, gerade im Trainingslager, die das ja mit am besten denn beurteilen können. Wenn das dann halt auch wirklich glaubwürdig dargestellt wird, aber das tue ich, dass ich diesen Fans das abnehme, dann hat Hübers sich das komplett verdient. Mit der Wahl mit Marc Uth als Vize-Captain finde ich ein bisschen schwierig, weil der gute 2 Jahre kein Fußball gespielt hat. Aktuell muss man auch davon ausgehen, dass das bei 10 Einsätzen bleibt diese Saison. Ich bin gespannt, ob er nachher ein paar Minuten mitspielen darf. Ich weiß es nicht, weil wann will man denn damit anfangen, wenn man sagt, oh, er ist gut dabei, er ist bei Kräften, er trainiert jetzt auch schon seit, weiß nicht, 1,5, 2 Wochen fest mit der Mannschaft. Vorher hat er ja monatelang wieder individuell trainiert, was er die letzten 2 Jahre auch schon gefühlt fünfmal gemacht hatte, wo man dachte, er ist zurück. Dann hat er mal ein Spiel gespielt gegen Kaiserslautern damals im Pokal, kam er rein, hat eigentlich super, was weiß ich, was waren das, 20, 25, 30 Minuten gespielt, die waren richtig gut und danach war er wieder Wochen, Monate raus, weil der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Weiß ich nicht. So Marc Uth mit als einer der erfahrensten Spieler von uns und mit besten Spieler, wenn er denn tatsächlich fit ist oder wäre, dann verstehe ich das ja auch, aber so braucht Marc Uth keine Binde tragen oder er braucht jetzt auch nicht ja, den Beinamen haben, er ist der Vize-Captain. So, jeder intern der Mannschaft weiß, dass das Marc Uth einer der Anführer ist. Punkt. Dafür braucht man nicht die Binde. Das ist halt einfach so. Dann hätte ich mir halt eher gewünscht, dass, wenn es mal Hübers nicht ist, dass dann auch wirklich einer der jüngeren Spieler, sei es zum Beispiel Martin oder meinetwegen auch Thielmann, wobei ich Thielmann jetzt genauso, ich sag jetzt mal lost, das meine ich jetzt aber nicht komplett beleidigend oder abwertend oder sowas, wie Florian Kainz als Captain ist. Ich sehe Thielmann nicht als Spielführer. Lass den da rennen hoch und runter und kämpfen und fighten und alle 25 Spiele mal ein Tor vorbereiten und alle 40 Spiele mal ein Tor schießen, worüber wir uns freuen. Aber das war's dann auch. Thielmann ist kein Spieler, der da jetzt irgendwie eine Mannschaft führt oder leitet oder mit dem Schiedsrichter da irgendwie diskutiert und den vielleicht so ein bisschen durch die Blume da so ein bisschen besabbelt, dass er jetzt auch mal ein bisschen für uns pfeifen kann. Sehe ich nicht. Aber gut. Es ist die Wahl von Gerhard Schruber. Ja, und zwar alle genannten, die ich jetzt eigentlich jetzt auch schon benannt hatte, sind halt auch im Mannschaftsrat. Der ist dann jetzt halt auch komplett neu. Nachdem, wie gesagt, so ein Selke und Benno Schmitz halt nun auch nicht mehr da sind. Wie gesagt, sozusagen ist ein Marvin Schwebe rausgeflogen aus dem Mannschaftsrat, aber da steht ja halt auch noch eine vermeintliche Trennung im Raum, dass er dann ja noch irgendwie den Verein verlassen darf, soll, wie auch immer. Ja, Hübers ist klar im Mannschaftsrat, Uth ist klar, der ist da drin geblieben. Ja, und dann Martel, Kainz und Thielmann, das sind halt die 5 Spieler. Ich kann mir vorstellen, das sollte mal einer dieser Jungs halt länger ausfallen, was wir alle nicht hoffen. Ne? Ich sage ja nur, ne, falls und wenn und überhaupt, dass so ein Dominik Heinz dann vielleicht dann da als Backup reinrutschen könnte. In den nächsten 1, 2 Jahren könnte ich mir da auch einen Jonas Urbich drin vorstellen, zumindest im Mannschaftsrat. Ja, so ein Torhüter als Captain, jetzt wo du nur als Spielführer mit dem Schiedsrichter sprechen kannst, ist er ja Quatsch. Dann ist der Torwart der Captain, steht im Tor und dann kommt immer ein Feldspieler, weil man dann sagt, ja, ich bin ja im Tor, ich darf ja, ich kann ja nicht jedes Mal rausrennen und mit dir diskutieren, Schiedsrichter. Deswegen macht das der Feldspieler. Dann kannst du gleich dem Feldspieler die Binde geben. So, ne? Aber das kann ich mir so vorstellen, wie so ein Mannschaftsrat auch in den nächsten 1, 2 Jahren dann aussehen könnte. Man weiß halt auch nicht, was passiert, falls wir nicht aufsteigen. Die Wahrscheinlichkeit ist auf der einen Seite gefühlt irgendwie sehr hoch, dass wir schaffen. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, setzt man sich wirklich auf 34 Saisonspiele tatsächlich durch? Ne? Oder hat man denn dann doch mal einfach zu viele Spiele dazwischen, nicht weil man verliert, sondern weil man sie einfach nicht gewinnt? Ne? Also ich habe schon mit einigen FC-Fans gesprochen, die sagen, also 18 Siege reichen nicht, du musst halt schon wirklich die 20 Siege holen.
Weil ich bin der Meinung, wenn man sich so die letzten Jahre oder auch unsere Zweitliga-Jahre anguckt, so 4 bis 8 Mal verliert man dann doch schon irgendwie in der Saison. Aber da musst du halt dann auch dann eher weniger unentschieden spielen, wenn du dann bis zu 8 Mal, 6, 7 Mal verlierst. Dann musst du halt die anderen Spiele eher mehr gewinnen als unentschieden spielen. Ne? Es bringt uns nichts irgendwie, wenn wir dann noch zu 8 Niederlagen irgendwie 10 Unentschieden haben. Damit steigst du eher nicht auf. Ne? Ja, so kommen wir jetzt nun zum Spiel nachher, zur Generalprobe gegen Udine Calcio. Ich hoffe, weil es einfach nur logisch ist, dass heute, wie gesagt, die vermeintliche Startelf, insofern Sonnen Waldschmidt und auch Linden Meiner, wobei Meiner sich eh erst von der Bank kommen, aber Waldschmidt wäre halt, bevor er sich halt leider verletzt hatte, ja auch Startspieler, zumindest der offensive Mittelfeldspieler hinter den beiden Spitzen, dass der zumindest heute eingewechselt wird. Möglich ist auch, dass Meiner ein paar Minuten bekommt. Ja, Carstensen für Thielmann am Ende des Spiels vielleicht hinten raus. Dominik Heinz vielleicht für einen aus Pauli oder Hübers. Paccarada dürfte starten, hat aber natürlich noch nicht die Kraft für, ich sage jetzt mal 60 plus Minuten. Aber ich gehe mal davon aus, dass er nach den letzten 2 Einsätzen, wo er 30 Minuten gespielt hatte, dass er diesmal zumindest eine Hälfte schafft. Und die andere Hälfte, ja, da musst du dann halt dann jetzt tatsächlich auf Dominik Heinz gehen. Dann kommt der natürlich nicht rein für Pauli oder für Hübers, sondern dann halt als Linksverteidiger für Paccarada dann. Oder tatsächlich Weschenbach, weil Weschenbach hat, wie gesagt, ein Spiel als Rechtsverteidiger agiert. Ein Spiel durfte er mal im Mittelfeld spielen oder eine Hälfte, wie auch immer. Und den Rest der Spiele hat er ja als Linksverteidiger gespielt. Und da halt auch im Grunde die meiste Spielzeit bekommen. Aufgrund dessen, weil Finkgräfe ja dann auch sich ja so mittelschwer verletzt hatte, eben wie Keins. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Weschenbach und Paccarada sich das Spiel teilen heute als Linksverteidiger. Dass ein Carstensen nach hinten raus für Thielmann vielleicht reinkommt, ist möglich, ist denkbar. Dass Waldschmidt dann später für Adamian reinkommt auf der offensiven Mittelfeldspielerposition in der Raute, also der Spieler hinter den beiden Spitzen. Meiner kriegt vielleicht ein paar Minuten, ja, und dann war es eigentlich schon. Weil ich finde, dass der FC heute auch wirklich nur bis zu maximal 5 Wechsel machen sollte. Außer ein Spieler hat was, zwickt was oder hat einen auf den Schlappen gekriegt und man will dann nichts riskieren. Okay, dann kannst du immer noch mal, meinetwegen auch ein 6. Mal wechseln oder so. Aber es bringt uns nichts, wenn wir zur Pause wieder 8 Mal wechseln oder ab der 60. Minute spielt dann eine Mannschaft mit 7 Spielern in der Elf, die nächste Woche am Freitag gegen den HSV gar keine Minuten bekommen oder nur ganz wenige, wenn überhaupt. Das macht für mich keinen Sinn. Und man braucht jetzt auch nicht argumentieren, ja, heute ist Samstag und bis Freitag und kurze Woche, dies, das, Ananas. Ich weiß nicht, fahren die heute nicht noch schon nach Hause nach dem Spiel nachher? Möglich. So, dann haben sie den Abend meinetwegen frei, dann haben sie morgen frei, ist auch in Ordnung. Und dann können sie vom Montag bis Donnerstag ganz normal vernünftig trainieren. Da braucht man jetzt nichts wieder übers Knie brechen und sagen, oh, wir geben den erstmal 2 Tage frei und wir fangen jetzt ab Dienstag an, trainieren bis Donnerstag, dann sind es auch wieder nur 3 Tage. Also, ne, jetzt ist es wohl wahrscheinlich auch so gewesen, dass vielleicht jetzt auch gestern und vorgestern die Intensität in den Trainingseinheiten vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch war, damit man jetzt halt auch Frische reinbekommt, damit die Jungs heute wirklich ja nicht Gas geben können, das will ich nicht sagen, die sollen immer Gas geben, ne? Aber dass sie halt heute ohne Probleme, ohne irgendwie Muskelkater von, wir mussten ja vor 4 Tagen irgendwie da ein paar Treppenläufe machen oder Intervallläufe oder irgendwie 45 mal hoch und runter laufen, Linienlauf oder sonstiges. Jetzt geht es halt darum, die Jungs fit zu kriegen. Wie gesagt, das ist jetzt das letzte Spiel vor der Saison, vor dem Pflichtspiel. Deswegen habe ich ja auch schon gegen Swansea City gesagt oder vor dem Spiel, das muss man halt auch schon als Generalprobe sehen, weil das im Grunde mit Swansea, ne, wo wir 2-1 gewonnen haben und jetzt halt nachher gegen Udine, das sind halt die letzten Spiele, bevor es halt losgeht. Dann sagen immer noch viele Fans, oh, wie kann man nur 2-1 gegen die gewinnen? Dann gibt es wieder die anderen Leute, ja, ist doch scheißegal, war ja nur ein Testspiel und das darf man nicht so ernst nehmen. Leute, das kannst du nach dem 3. Spiel sagen in der Saisonvorbereitung, in der 2. Woche oder sowas, als du da gegen Kickers Offenbach gespielt hast. Da kannst du sagen, ist doch scheißegal, dass wir nur 3-1 gewonnen haben. Ist ein bisschen wenig oder sowas. Und dass sie nicht gut sind und dass das noch nicht alles läuft oder so. Alles richtig. Ab da kannst du das sagen. Aber ja nicht zum Ende der Sommervorbereitung. Natürlich bist du da noch nicht bei 100%. Außer du bist eine komplett intakte Mannschaft, die du so ja bist. Weil du ja nur ganz wenige Abgänge hast. Und der Kern oder der größte Kern, klar, Chabot fehlt halt natürlich. Aber sonst bist du ja eigentlich komplett bei der gleichen Mannschaft. Jetzt sind sogar noch einige Leute dazugekommen.
die leider auch nicht sofort mithelfen können, was man sich halt erwünscht hatte. Beispielsweise Marvin Obus, das dauert halt auch noch ein bisschen, bis der halt mit agieren kann. Aber wenn man sich jetzt die Rückkehr von Lemperle anguckt oder Urbich auch direkt oder sowas, das ist schon einfach super. So. Und die Mannschaft, so wie sie zuletzt eigentlich den Fußball offenbart hat, gezeigt hat, gespielt hat, auf dem Platz, ja, das ist halt auch wieder ansehnlicher. Ich meine, unter Timo Schulz, nachdem er Baumgart beerbt hatte, da sah es da auch schon wieder mehr nach Fußball aus und nicht nur nach Fußballrennen. So. Das ist dann aber nach hinten heraus dann doch ein bisschen verflacht alles, war dann halt auch nicht mehr so wirklich doll. Aber gut, das, was man jetzt macht, nämlich zusammenspielen, Fußball spielen und nicht ja irgendwie nur Flanken und Kopfball und langer Ball und ich habe gar keine Idee, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich halte den Ball hinten 5 Minuten lang und dann bolze ich ihn trotzdem blind nach vorne. Ja, das gibt's halt alles nicht mehr. Ne? Unabhängig davon, was es da für Anweisungen gab durch Baumgart, Verbot durch die Mitte zu spielen und nur über Flanken und nur über wildes Anrennen, was am Ende sinnlos, ertraglos, erfolglos war. Wir wissen es alle. Jetzt spielen wir halt vermehrt halt eher mehr durch die Mitte, natürlich auch über Außen, wenn sich das ergibt, weil man halt den Ball flach hält, Doppelpass spielt, was wir die letzten 2 Jahre so gut wie gar nicht gemacht haben. Ja, und dann ergeben sich halt auch Lücken, wo die Stürmer reinstoßen können oder halt die offensiven Außenverteidiger, wenn wir nämlich im Ballbesitz sind, dann schieben die nämlich gut nach vorne, sodass dann halt auch denn viel Wiese vor einem ist. So, und wenn dann da so ein Thielmann, Carstensen auf der einen Seite, Finkgräfe irgendwann wieder auf der anderen Seite links, jetzt Paccarada, Weschenbach, Heinz vielleicht, je nachdem, einer von den dreien oder zwei von den dreien, wie auch immer, dass sie dann halt da im Räume haben, sodass sie dann sich mit nach vorne einschalten können. Da müssen natürlich aber auch die weiteren Abspiele dann halt auch passen, sodass man dann nicht irgendwie in gefährlichen Kontersituationen gerät und uns der Gegner dann halt ausspielt und uns dann hinten einen reinmurmelt, weil dann vielleicht die Absicherung mit dann vielleicht nur noch 2 Leuten, nämlich unserer Innenverteidigung, dann halt ein bisschen dürftig ist. Ne? Aber gut, dann müssen die Angreifer dann halt auch erstmal an Pauli und Hübers plus Urbich dann halt auch vorbeikommen. Ne? Wie gesagt, ich erwarte wirklich, dass wir heute mit der Stand aktuell, unabhängig davon, dass so ein Waldschmidt und Meiner noch nicht ganz bei 100% sind, aber die werden sicherlich eingewechselt, dass wir mit folgender Elf starten werden. Urbich im Tor, Thielmann hinten rechts, Hübers, Pauli in Verteidigung, Paccarada startet erstmal, nach hinten heraus kommt dann wohl Weschenbach rein oder Heinz. Ja, in der Raute hinten dann als Sechser Martel, davor halb rechts dann Ljubicic, halb links dann Hüseyin Basic. Als offensiver Mittelfeldspieler, Zehner, wie man auch immer das nennen mag, jedenfalls der offensivere Part oder ne, der Mann hinter den Spitzen, dann wohl Adamian und im Sturm dann halt Lemperle und Downs. So, und dann, wie gesagt, Waldschmidt rein für meinetwegen Adamian oder für Lemperle oder Downs, dann geht Adamian mit in den Sturm, Waldschmidt auf die Zehner-Position, nach hinten heraus könnte vielleicht Carstensen nochmal ein paar Spielminuten bekommen. Falls nämlich was im Mittelfeld passiert, aus Adamian, Waldschmidt, Ljubicic oder Hüseyin Basic, dass Thielmann dann irgendwie da reinrückt und Carstensen hinten rechts reinkommt, deswegen sollte der heute auch noch ein bisschen spielen. Und wenn es 15 Minuten sind, dann sind das auch in Ordnung. Ja, ansonsten, wie gesagt, Meiner vielleicht auch nochmal ein paar Minuten geben, damit er halt auch wieder ein bisschen mehr rangeführt wird. Und dann sollte es eigentlich auch gewesen sein, weil es bringt nichts, wenn du am Ende des Tages mit den Olesens und Christensens und Tigges und Dietz, die gegen Hamburg gar nicht starten werden, Stand jetzt im Normalfall und vielleicht auch hinten heraus gar nicht reinkommen oder sowas. Das bringt jetzt nichts, wenn man denen da jetzt irgendwie eine halbe Stunde, 45 Minuten gibt oder sowas. Das ist jetzt vorbei. Ne? Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ja, weil es bringt jetzt halt nichts, wenn du da am Ende des Tages 2 verschiedene Mannschaften wieder auf dem Platz hast. Das funktioniert nicht. Und wenn du wieder zu viele Wechsel hast, spielt man sich auch nicht ein. Ne? Da müssen die Jungs jetzt durch. Ich gehe aber mal davon aus, dass, wie gesagt, die letzten 1-2 Trainingseinheiten oder Tage jetzt auch nicht so intensiv waren, dass sie, wenn die heute oder wenn die Jungs irgendwie alle 60-70 Minuten spielen, dass sie danach erstmal 3 Tage sich in die Eistonne legen müssen oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Da hat man schon drauf geachtet, dass dann jetzt die Frische hochgehalten wird und dann soll das eigentlich auch laufen. Ne? Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass der Stream nachher halbwegs läuft. Ansonsten ja, sind wir halt wieder in Arsch gekniffen. Was soll ich euch sagen? Zumindest wir, die nicht vor Ort sind. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Spiel dann ausgeht. Ergebnis erstmal zweitrangig. Entscheidend ist, wie wir kicken. Aber gut, jetzt im letzten Testspiel möchte man jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Da möchte man jetzt dann auch natürlich mit einem weiteren positiven Gefühl
Ja, dann halt auch wirklich in die Saison gehen. Denn wie gesagt, nächste Woche Freitag, Saisonauftakt, Heimspiel, HSV wartet. Die übrigens jetzt auch ein paar Probleme haben, aber dazu kommen wir dann unter der Woche, unter der kommenden Woche, wenn es dann zur Vorschau geht. Ja, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da läuft nicht alles rund. Eher im Gegenteil, jetzt aber auch nicht negativ schlecht alles oder sowas, aber der HSV hat vom Papier her gefühlt mindestens genauso viele Probleme wie wir, wenn man jetzt so die letzten Angeschlagenen sieht oder sowas oder die Ausfälle. Also es ist im Grunde eine Blaupause zu uns, nur in anderen Farbe natürlich, ne? Vielleicht tendenziell ist da sogar ein bisschen mehr im Argen als bei uns. Weil viele HSV-Fans, wenn ich mir das so durchlese, oder ich kenne ja auch viele Freunde, die HSV-Fans sind, die sind jetzt nicht ganz so angetan, so wie jetzt die Vorbereitung lief. Aber das hat bestimmte Gründe, aber dazu komme ich dann halt in der kommenden Woche, wenn es dann halt, ja, wenn das Spiel dann halt ansteht. Ne? So, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Falls ihr das Spiel nachher gucken könnt, ja, freue ich mich, wenn ihr darauf, danach, wenn ich mein Video dann zu dem Testspiel hochlade, dass wir uns darüber dann ein bisschen austauschen und darüber ein bisschen diskutieren. Ja, in der Hoffnung natürlich, dass jetzt auch kein weiterer Spieler sich irgendwie verletzt und ausfällt. Ja, das muss jetzt auch endlich mal aufhören. Ne? Gut, ich bin raus. Wir hören und sehen uns dann später. Ja, haut rein, bis nachher. Come on, FC. Achso, mein Tipp für das Spiel ist 2-0 gewinnen wir. Ne? Bis dann. Tschüss.